Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Devil Inside, auf den sich sehr viele Leute bereits sehr freuen. Und ob diese Vorfreude berechtigt ist oder nicht, erfährst du jetzt. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte, vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Eine Frau glaubt, dass ihre Mutter drei Menschen brutal ermordet hat, weil sie geisteskrank ist. Doch als sie erfährt, dass die Morde während einer Teufelsaustreibung passiert sind, entschließt sie sich, der Sache auf den Grund zu gehen, ausgerüstet mit einer Videokamera. Paramount hat den Film für eine läppische $1 Million eingekauft und bisher weltweit $68 Millionen eingespielt. An sich kein so beeindruckendes Einspielergebnis, aber definitiv ein hoher Gewinn, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Studio hier fast nur Marketingkosten hatte. Allerdings hat der Streifen das meiste seiner Einnahmen jeweils in den ersten Tagen nach Filmstart in einem neuen Markt eingespielt, also bevor sich herumsprechen konnte, dass er Müll ist. Devil Inside ist aktuell Hollywoods dreistester Versuch, dich denken zu lassen, dass du eine Dokumentation siehst. Nur um es klarzustellen, dies ist ein Spielfilm mit Schauspielern. Und der ist die Verlade des Jahres. Allein das Ende ist die größte Unverschämtheit, die ich je gesehen habe. Da wirst du nämlich freundlich darum gebeten, auf eine Webseite zu gehen, um mehr zu erfahren, statt es für die 10 Euro, die du bezahlt hast, im Kino zu sehen. Spinnen die total? Und nein, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, hier ausnahmsweise mal etwas zu spoilern. Devil Inside ist langweilig, schlecht gemacht und im Wesentlichen grusel- und schockfrei. Und was Schlimmeres kann man über einen Horrorfilm nicht sagen. Das Tragische ist, sie hätten wirklich was aus der Story machen können, haben sie aber nicht. Und wenn du die Trailer gesehen hast, kennst du alle wichtigen Szenen des Films. Alle. Ich kann dir nur dringend raten, nicht dein schwer verdientes Geld für diesen möchtegern Horrorkäse aus dem Fenster zu werfen. Und wenn du ihn trotzdem siehst, sage hinterher bitte nicht, dass du nicht gewarnt wurdest. Wenn Sie Ihrer Mutter wirklich helfen wollen, müssen Sie den Exorzismus besser verstehen. Was schlagen Sie vor? Sie müssen einen miterleben. Wo ist sie? Oh, wir mussten sie nach unten bringen, in den Keller. Der Streifen ist ab 16 freigegeben und startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 1. März. Ich gebe Devil Inside ein F und das nicht nur für den Film, sondern auch für die Abzocke, die dahinter steckt. Lass mich deine Gedanken wissen. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino, hoffentlich bei besseren Filmen. Für heute tschüss aus Hollywood.